Ja, hallo liebe Egerländer-Freunde, Freunde von Ernst Hütter und den Egerländer-Musikanten. Ich darf euch hier live begrüßen, heute Morgen hier in diesem wunderbaren, leicht unterkühlten Ambiente heute Morgen noch in Altostried in der Freilichtbühne. Heute Abend Ernst Hütter und die Egerländer Musikanten in dieser Wahnsinnskulisse mit über 3000 Zuschauern heute Abend. Wir freuen uns natürlich gewaltig und ich bin der Nächste, der in der Egerländer Geschichtsstunde euch die Aufwartung machen darf. Was kann ein Schlagzeuger denn euch hier erzählen, euch den großen Fans, die über alles schon Bescheid wissen? Da hatte ich mir gedacht, wir nehmen einfach mal die Instrumentengruppe, wo ich tätig bin, die Schlagzeuger raus und möchte euch da einfach nur so zwei, drei Worte erzählen, auch wie ich zu den Egerländer Musikanten gekommen bin. Die einzige Gruppe, die mit sehr, sehr wenig Mann in den letzten 60 Jahren ausgekommen ist, sind die Schlagzeuger. Ich darf nämlich dann eigentlich 5 Namen insgesamt aufzählen, die bei den Egerländern gespielt haben. Für die meisten ist der Inbegriff des Egerländer Schlagzeugers natürlich Ferry Tagscherer, ein Gründungsmitglied mit Ernst Mosch zusammen. Mit ihm zusammen auch ein ganz lieber Freund und Kollege, nämlich Josef oder Joschi Lauter, der mit mir noch 1998 mit Mosch zusammen die Abschiedstournee gespielt hat. Hans Bodenmüller, der legendäre Schlagzeuger, auch nicht zu vergessen. Und auch ein Schlagzeuger mit mir, die beiden Schlagzeuger, die mit mir zusammen 96 und 98 die Tournee gespielt haben, nämlich Toni Wotterwa, der Pauker und Beckenspieler aus der Prager Philharmoniker, und auch Hermann Mutschler, langjähriges Mitglied der SWR Big Band oder Südfunk Tanzorchester der Erwin Lehn. Das sind die Schlagzeuger, mit denen ich am Schluss noch die Ehre hatte, auch wirklich zusammenzuspielen und auch diesen Geruch der Egerländer einhauchen durfte. Diese Intention, wie diese Menschen gearbeitet haben und diese Musik auch mit Spannung gemacht haben, das ist das, was ich auch lernen durfte in diesen Jahren. Dass Ernst Mosch seine Musiker Zeit seines Lebens, wie Ernst Hütter auch ausgesucht hat, authentische Menschen, die ihr Instrument beherrschen. Authentische Menschen, die lebendig und ehrlich diese Musik rübergebracht haben. Und das ist das, was das Publikum in der letzten Konsequenz immer wieder schätzt. Und das die Egerländer Musikanten seit über 60 Jahren so frisch hält. Was ich all von diesen Schlagzeugern auch lernen durfte als ganz junger Musiker mit 24 Jahren, ist diese Intention und den Job des Schlagzeugers, was ich auch bei meinen Workshops auch in ganz Deutschland oder im deutschsprachigen Raum gerne weiter vermitteln möchte, nämlich den Job des Schlagzeugers, die Band anheizen, Time spielen, Tie Design und diese Band wirklich auch zum Funken überzünden zu bringen. Das ist der Job des Schlagzeugers. Keine großen Filamatenzen drumherum, sondern auf den Punkt diese Musik wirklich leben. Und ich glaube, Leben ist das, was Ernst Hütter und die Egerländer Musikanten perfekt drauf haben. Für unsere Fans, ob jung oder alt, und das Ganze in die Zukunft. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß. Wir sehen uns im gesamten Herbst sehr, sehr oft. Schaut mal in den Terminkalender rein. Und auch nächstes Jahr im Frühjahr werden wir sehr, sehr viele gute Gastspiele haben. Wir Egerländer Musikanten und der Ernst Hütter freuen uns auf euch. Macht's gut. Ja, Mann.